Leute, was geht bei euch ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute reden wir über diesen gut aussehenden jungen Mann, der gerade erst 11 Jahre alt ist und jetzt schon Fame hat. Ganz kurz, bevor das Video weitergeht, wir haben einen Nachbarn, bei dem bellen die Hunde 24 Stunden, also bitte wundert euch nicht, wenn ihr dauernd Gebelle im Hintergrund hört, weil am liebsten würde ich einfach ein... Ich höre dieses Gebelle wirklich jeden Tag. Jeden verkackten Tag. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Ja, okay, scheiß drauf. Wie gesagt, wir reden heute über diesen 11-jährigen, gut aussehenden jungen Mann, der sich für die Menschenrechte anderer Kinder einsetzt. Weil andere Eltern es nicht auf die Reihe kriegen, ihr Kind vernünftig zu erziehen, ist er sozusagen der Schulanzeigehauptmeister. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Wie man es heutzutage sagen kann, würde. Ich finde es schon sehr geil. Also sehr geile Aktion. Dafür, dass er gerade mal 11 Jahre alt ist, klettert sich bestimmt jede einzelne Perle auf der Straße oder in der Schule besser gesagt. Ich finde es sehr interessant, dass er sich für diese Sache einsetzt und vorbildhaft. Eine Vorbildfunktion hat bei dieser Kontrolle wirklich das Maximum. Er ist schon ein krasses Vorbild für sein Alter, muss ich echt zugeben. Sogar ein krasseres Vorbild als die Eltern, die diese Kinder erziehen, die so eine Scheiße machen. An der Stelle, Dankeschön, dass euer Kind so scheiße erzieht und euch so schön um euer Kind kümmert, dass es andere Kinder mobbt in der Schule oder beleidigt als Sohn oder. Das ist natürlich nicht der Fall. Er kümmert sich um diese Menschen, um diese Kinder besser gesagt, dass sie auf einen geraden Weg kommen. An der Stelle, wir legen direkt los. Nämlich, weil der junge Mann vor etwa einem Monat bei Stern TV. Ich check gar nichts mehr, Digga. Ich bin Feierabend. Schön, dass du bei uns bist, Damir. Herzlich willkommen bei Stern TV. Und Karina Jeniche, die Schulleiterin. Leute, wie er da sitzt. Er sitzt da wie ein König. Also für sein Alter ist sein Verhalten... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Er sitzt da einfach wie ein König. So ein auf den. Ich habe euch alle auseinandergenommen. Und ich passe nur auf Kinder auf. Mit elf Jahren hat er schon so eine Arbeit geleistet. Normalerweise müssten die dafür Geld geben. So Geld auszahlen als Schulwärter. Als Schulhofwärter. Man könnte fast sagen Gangster-Rapper. Lotse noch nie ausgeflippt? Nein. So, dann braucht eigentlich jede Schule ohne Spaß. Wie schaffst du das? Weil die piesacken dich und schubsen dich und nerven dich die ganze Zeit. Ich weiß darüber nicht. Lässt du einfach an dir abprallen? Hast du keine besondere Technik für? Also, ich nehme die dann halt mit zu der Schulstation. Und ja, dann kriegen die halt Ärger auch. Ja, also vor dem Ärger kriegen sie erstmal ein Gespräch und haben die Chance, sich auch zu entschuldigen. So habe ich das gerade wahrgenommen. Genau. Wie gelassen er da einfach sitzt und seine Arbeit beschreibt. Also ihr bekommt als Konfliktlotsen ja auch irgendwie so eine Ausbildung, habe ich mir sagen lassen. Was hat man dir dabei gebracht? Was hast du da gelernt zum Beispiel für die Arbeit? Man darf nicht, zum Beispiel wenn dein bester Freund einen Streit hat, darfst du nicht sagen, ja, mein bester Freund hat... Da drücke ich mein Auge zu. Ja. Keine Sonderrechte, keine Sonderregeln. Genau. Wie oft machst du das in der Woche? Jeden Tag. Jeden Tag? Hm? Jeden Tag, jede Pause? Ja. Der ist 11 Jahre alt und denkt schon wie ein Erwachsener. Diese Verantwortung, die er auf dem Schulhof übernimmt, die muss man erstmal toppen, Alter. Und dass er da keine Ausnahmen macht, das ist noch besser. Ich kenne das ja auch gut, weil ich wurde ja auch früher gemobbt in der Schule. Ich habe mich zwar hin und wieder gewehrt und hatte meine Nachsitzstunden, weil das... körperliche Wehren in die Hose gegangen ist. Kinder sind ja zu allen fähig, ne? Ich meine, Kinder sind dann auch nicht strafmündig ab dem Alter. Was passiert da wohl? Das frage ich mich gerade. Das Problem ist an der heutigen Jugend, ja, dass die Kinder gerne mal schlecht erzogen werden von ihren Erziehungsberechtigten. Und das führt dann zu dem Fall, dass die von solchen Menschen wie ihnen dann sozusagen kontrolliert werden. Also er ist mit Begeisterung dabei, ganz offensichtlich. Ja. Ist auch ein Konzept, das ich noch gar nicht kannte, das bewundernswert ist. Aber jetzt sieht man ja, viele von diesen Jungs und auch sicherlich manche Mädels sind chronisch aggro. Er macht das jeden Tag. Er hat eine Vorschrift und er macht das jeden Tag. Das heißt, er muss wirklich jeden Tag aufpassen, dass sich irgendein stinkiger Typ auf dem Schulhof sein Unwesen treibt. Er macht das jeden Tag. Ich komme nicht klar, Digga. Er macht 24-Stunden-Job. 24-Stunden-Job, ey. Also wenn seine Noten dann so noch gut sind, crazy, also. Die kriegen ja über mehrere Wochen wirklich eine Schulung. Da lernen sie erstmal, was ist überhaupt ein Konfliktlotse, wie verhält man sich, wie üben das so in Rollenspiel. Und dann werden sie ja immer... Hat er das Husten gerade mit Absicht gemacht oder sich um über sie lustig zu machen, indirekt oder ich weiß nicht, also... Das sah ein bisschen so aus. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf ihn. Ich meine, er ist bei Stern TV. Wo bin ich? Ich sitze hier in meinem Zimmer und mache ein Video. Warum
entsteht hier eine Prügelei, das können wir ja oft gar nicht nachvollziehen. Die Kinder verstehen es, die nehmen das oftmals viel, viel ernster, als wir das tun. Und die können präventiv ungeheuer viel machen. Wie muss man sich fühlen, wenn die Kinder der Schule, wo sie betreut werden, wenn die Erzieher, die viel, viel älter sind als dieser Junge, der gerade 11 ist, wie kann das sein, dass die mehr Respekt vor ihm haben als vor den Lehrern? Die haben einfach mehr Respekt vor ihm als vor so einer erwachsenen Person. Das heißt, wenn der erwachsene Person vor denen steht, die haben keinen Respekt vor den Leuten. Die haben nur Respekt vor dem. Ist da so ein Bro mit denen so. Er macht so Kaffee und spielt Fortnite mit dem einfach. So nach der Schule gehen sie Fortnite spielen und so. Das passiert eigentlich nie, aber ich glaube wegen der Kamera. Halt, dass die deswegen gekommen sind. Nach dem Motto, jetzt traue ich mich mal wirklich, ja. Dann komme ich noch ins Fernsehen. Ja, ja. Ah, da ist vielleicht was dran. Und du weißt, bei Familie ist kein Spaß mehr. Sehr stabil, ey. Die Leute kommen wirklich immer nur, wenn es um Fame geht. Also wenn ich ihn schon hops nehme, dann vor laufender Kamera. Ja, Mann, ich feiere mich dafür. Ich habe den 11-jährigen Bro von mir in der Schule zusammengeboxt. Vor laufender Kamera. Jetzt bin ich Fame. Unser Schulleiter, der wurde auch geschlagen. Darum ist er jetzt um... Ich schwöre, genau so ist das heutige Leben auch auf Social Media. Sobald du jemanden geschlagen hast, Millionen Klicks, Alter. Die Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt. Und jedes Problem, was in dieser Umgebung ist, haben wir auch in der Schule. Und da sind wir manchmal... Er schaut einfach weg. Weil was ist das, da hinschaut? Völlig fremd, weil sie nur den Aufzug in den 11., 12. Stock im Hochhaus nehmen. Zu dem Thema, was ich gerade gesagt habe, vielleicht sind das ja seine Eltern, die da hinten sind. Weil ich sehe da wirklich Ähnlichkeiten. Vielleicht ist das ja seine Mutter. Entweder ist es seine Mutter oder seine Schwester. Jeden Tag aufs Neue. Dafür ganz herzlichen Dank, Frau Jeniche. Danke, Dami, fürs Hiersein. Ja, Friends, sehr starke Leistung von dem jungen Mann, dass er bereits in diesen jungen Jahren so eine Aufgabe auf sich nimmt. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Ciao.